Hallo, liebe Eltern und ein liebes Hallo an alle da draußen, die sich wieder für das Thema Kinderfüße, Kinderschuhe interessieren. Auch heute wieder schönes, farbiges Thema. Und zwar, lasst uns über Farben sprechen. Ihr seht es schon, hier steht so einiges zur Auswahl. Was euch dann erwartet, werdet ihr gleich hören und sehen. Und ich würde auch mal sagen, wir legen dann gleich mal los. Wir haben es ja hier im Kinderschuhladen immer mit den verschiedensten Wünschen zu tun. Und ich sag's mal so, wenn wir den Schuhladen nach den Wünschen unserer Eltern einrichten würden, würde er in etwa so aussehen. Würden wir nach den Wünschen unserer kleinen Kunden gehen, dann haben wir eine Farbpalette, sag ich mal, die sieht man so, ich sag mal hier verkürzt mal auf der anderen Seite. Nun ist ja immer das Schöne, wenn man sich über neue oder auf den neuen Schuhkauf vorbereitet. Man guckt ja dann immer so, was hat das Kind im Schrank, wozu passt es und so weiter. Und wir erleben dann eben halt auch immer sehr oft, dass dann Eltern immer so richtig, so wie sagt man, den Check-up machen im Kopf. Was passt, was hat das Kind, ja, zu was passt es. Und man muss natürlich aber auch immer sagen, man sollte die Erwartungen dabei nicht ganz so super hochschrauben. Weil so ganz perfekt wird es halt nie sein, aus dem einfachen Grund, Lederfarben und Textilfarben sind nie immer dasselbe. Also man wird immer kleine Nuancen in der zwar Ähnlichkeit, aber auch in der Unterschiedlichkeit halt finden. Und wir wollen ja unseren kleinen und großen Kids Spaß machen, Freude machen, sozusagen eine Vorfreude auf die neuen Schuhe, auf die neuen Saisons wollen wir ja erreichen. Und demzufolge, Kinder wollen Farbe. Dass es die meisten Eltern lieber etwas schlichter mögen, ist allseits bekannt. Deswegen wäre das meistens immer so die Auswahl auf dieser Seite, weil das passt zu allem, ist sehr neutral, schraubt sich jetzt von der Farbe her nicht so in den Vordergrund und ist natürlich auch meistens nicht so empfindlich. Alles Argumente, die wir als Kinderschuhtanten natürlich voll und ganz verstehen können. Aber auf der anderen Seite wollen wir natürlich auch den kleinen und großen Kindern Spaß machen auf die neue Saison, auf die neuen Schuhe. Wir wollen ja, dass es Lieblingsschuhe werden. Und deswegen versuchen wir natürlich je nach Altersgruppe auch, da ein bisschen mit drauf auf oder einzuwirken. Sagen wir mal so, wir wirken ein. Wir versuchen auf der anderen Seite die Mami zu unterstützen. Beziehungsweise natürlich auch für das Kind ein bisschen Wort zu ergreifen, wenn es dann mal halt um etwas mehr an Farbigkeit geht. Ne? Kinderwelt ist bunt und nicht einfarbig und schon gar nicht schwarz-weiß. Und man sollte manchmal vielleicht, ich sag mal, dem Kinderwunsch nachgeben, damit das Kind jetzt nicht, wie sagt man mal, mit Unwillen die neuen Schuhe anzieht. Was natürlich auch durchaus verständlich ist, wenn Emma, Mathilda oder wie auch immer sie alle heißen, die kleinen Mädels dann so ihre Pink- und Glitzerphase haben und es nichts über Lila, Einhörnern und Feenstaub geht, ja, das wird natürlich dann schwer. Selbst für eine geübte Kinderschuhtante wird es da nicht so einfach werden, von einem, ich sag's mal, glänzenden Turnschuh auf einen relativ einfarbigen Barfußschuh umzuswitchen. Ab einer gewissen Altersgruppe mag das ja auch vielleicht auch schleichen, aber es gibt ja dann auch Kinder, die da partout nicht mit sich reden lassen. Da würden wir natürlich immer versuchen, diesen goldenen Mittelweg zu finden, wo man sagt, jawohl, man befriedigt auf der einen Seite das Kind und auf der anderen Seite ist auch die Mama zufriedengestellt. Und natürlich ist es so, je älter die Kinder werden, desto mehr verlangen sie auch das Mitspracherecht, wenn ich jetzt also nicht nach der Shoppingtour ein schmollendes Kind mit nach Hause nehmen möchte. Wenn wir es dann also gerade in solchen Fällen mit einer dominanten jungen Dame oder jungen Herr zu tun haben, wo nichts partout über eine Farbe oder eine Stilrichtung geht, wir zeigen immer verschiedene Modelle und zeigen natürlich auch die Vor- und Nachteile. Und dadurch muss ich sagen, es ist immer wieder der schöne Effekt im Fachgeschäft. Sie probieren nicht 20, zig Paar Schuhe, wo das Kind nach dem fünften Paar schon keinen Bock mehr hat, sondern wir konzentrieren uns dabei auf das Wesentliche und versuchen natürlich und schaffen es auch meistens, dass die Freude dabei nicht zu kurz kommt. In diesem Sinne dann also viel Spaß beim nächsten Schuheinkauf. Also wir würden uns freuen. Bis zum nächsten Mal.